endlich geht's los. Einen schönen guten Abend zu Blitz am Mittwoch mit diesen Geschichten und mehr. Erst wurden in den USA die Golden Globes verliehen und dabei fiel uns auf, dass dieses Jahr der Name auch Programm war. Globe heißt ja frei übersetzt Kugel und von denen gab es auf dem roten Teppich in Beverly Hills jede Menge zu sehen. Pummelige Hollywood-Stars haben offenbar kein Problem damit, sich in hautenge Abendkleider zu pressen. Warum man die Pfunde in Mollywood lockerer sieht und wie man als rundliche Dame das passende Abendkleid findet, zeigt Ihnen Eduard Wolter. Wie stellen Sie sich, liebe Zuschauer, ein Playmate-Shooting für den Playboy vor? Wahrscheinlich in exklusiver Umgebung, edlem Ambiente und mit großem Aufwand. So haben wir es auch schon oft erlebt. Aber beim Fototermin für das Diamanten-Playmate im Februar waren wir doch etwas überrascht. Die Auserwählte Kerstin Kart funkelte zwar wunderschön, das Umfeld glänzte hingegen umso weniger. Aber Kerstin war es egal, denn sie war in ihrem Element. Ingo Tretbar über Playmates, die zeigen, was sie können. Für uns haben zwei junge Frauen das genossen, was wir alle im Moment wohl am liebsten mögen: Winterwellness. Doch wir haben die Studentin Ariane und die Tänzerin Luise nicht nur zum Spaß in zwei Wellness-Hotels geschickt. Nein, sie sollten herausfinden, wo Entspannung und Massagen günstiger sind. Hier in Deutschland oder nebenan in Polen. Ariane und Luise hatten das gleiche Budget. Und wer für sein Geld mehr verwöhnt wurde, das wissen Daniela Maschmann und Hendrik Behrendt. Kein Beinüberschlag wurde mehr diskutiert, angeschaut, bewundert als der von Sharon Stone in Basic Instinct. Und genau die meldet sich jetzt zurück mit neuen scharfen Bildern. Mehr von Sharon zeigt Felix Schützler in Starblitz. Was Sie sich für 6.000 Euro kaufen würden, das bleibt Ihnen überlassen. Auf jeden Fall können Sie so viel heute bei uns gewinnen. Der Jackpot ist voll. Also spielen Sie doch einfach mal mit. Sie müssten aber wissen, wer das hier ist. Schauen Sie sich bitte das Foto an und wenn Sie eine Ahnung haben, rufen Sie ganz schnell durch. 01 379 800 800. 01 379 800 800. Und wir zeigen Ihnen gleich die ungewöhnlichen Hobbys der schönsten Frauen der Welt. Blitz Teil 2. Wir kennen sie nur vom Laufsteg oder den Titelblättern Topmodels. Doch heute zeigen wir Ihnen mal die ungewöhnlichen Hobbys der schönen Frauen. Vorher aber steht unser Spiel auf dem Programm. Und am Telefon ist Jutta Huppert aus Kruft. Guten Abend, Jutta. Ja, guten Abend. Ich hoffe, Sie haben unser verschwommenes Foto genau angeguckt. Wer, bitteschön, ist denn da drauf für 1000 Euro? Das ist Tom Cruise. Genau, der mit der Videosammlung zum Geburtstag seiner Freundin. So, wunderbar. Spielen Sie weiter um den Jackpot. 6.000 Euro sind drin. Nee, lieber nicht. Lieber nicht? Nein. Dann gehen 1.000 Euro nach Kruft. Danke und einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Tschüss. Sie ist eine der schönsten Frauen der Welt, das Model Jodie Kidd. Seit Jahren reist Jodie für ihre Aufträge um die Welt. Und klar, wer so viel Stress hat, braucht einen Ausgleich. Jodie hat sich für Schneegolfen entschieden. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, das ungewöhnlich finden, dann warten Sie mal ab, was die anderen Models so in ihrer Freizeit machen. Isabel Schlösser über die Hobbys der schönen Frauen. Lisa hat im Moment leider überhaupt keine Zeit für Hobbys. Sie ist im Stress, auch wegen Rocco. Den neuen bei Kerima mag sie nämlich überhaupt nicht. Ob sich das heute ändert, sehen Sie selbst jetzt in Verliebt in Berlin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochabend. Bis morgen. Tschüss.